Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Pecky zu einem neuen Let's Play und zwar Two Point Hospital. Two Point Hospital bietet gerade ein Free Weekend, also ein Gratis-Wochenende an, wo man das Spiel mal gratis spielen kann, um mal ein bisschen einen Einblick hier zu erhalten. Und dazu möchte ich gerne euch das Spiel mal vorstellen und präsentieren. Ich weiß selbst nicht genau, was es ist. Von dem her gucken wir uns das zusammen mal an und ja, je nachdem, wie es mir dann auch gefällt, kann ich es jetzt immer noch zulegen und dann auch ebenfalls Let's Plays darüber machen. Aber gut, wir sehen hier den Startbildschirm von Two Point Hospital, gehen auch gleich mal in ein neues Spiel hier rein. Aus von Two Point stimmen 52% der Patienten der Aussage zu, dass sie hier gesünder wurden. Unsere genauestens kalibrierte Ausrüstung wird von mitfühlenden Medizinern bedient. Viele von ihnen haben Medizin studiert oder zumindest Schwarzwaldklinik geschaut. Das Schildkrötensyndrom? Wir kümmern uns gern um sie und ihren nicht sichtbaren Kopf. Narzissmus ist nicht zum Lachen. Überlassen Sie sich und Ihre übergroße Nase einfach uns. Wir erschaffen eine strahlende Zukunft und wirklich nichts kann sich uns in den Weg stellen. Sie verdienen einfach das Beste, also kommen Sie ins Krankenhaus von Two Point. Wir suchen neues Personal, neue Patienten und für Sie ein neues Ich. Kann ich jetzt golfen gehen? Ich habe um 3 Abschlag. Ja, hier. Das Intro dazu, also es scheint mir ein bisschen ein Spiel zu sein, das eher ein bisschen auf Humor aufgebaut ist. Ja, willkommen in Two Point County. Ich bin Albert Crank und ja, jetzt ist es auch schon wieder weg. Das hier ist Hogsport, wo dein erstes Krankenhaus steht. Klick es an, um anzufangen. Das wäre hier. Gut, hier beginnt deine Karriere als Krankenhausleiter. Lerne die Grundlagen in deinem ersten Krankenhaus. Okay, dann angewählt haben wir es bereits. Das wäre das. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal und lernen das Spiel kennen. Hier beginnt deine Karriere als Krankenhausleiter. Lerne das Ganze hier kennen. Du bist bereit, dein erstes Krankenhaus zu bauen und ein paar Patienten zu heilen. Okay, ja, das bin ich. Wahrscheinlich willst du dich erst einmal umsehen. So bewegst du die Kamera, halte die rechte, so. Genau, das wird hier mal alles erklärt hier. Das werden wir auch gleich mal ausprobieren. So, das... Ja, genau. Das passt doch. Dann können wir auch noch zoomen hier. Wunderbar. Dann können wir aber auch die Tastatur hier verwenden. Ah, musste ich auch gleich, um das hier abzuschließen. Okay. Das Krankenhaus braucht zuallererst eine Aufnahme. Dort können sich die Patienten anmelden. Wenn sie im Krankenhaus eintreffen, bauen wir einen Empfangsschalter in der Nähe des Eingangs. Okay, Empfangsschalter. Hier unten, Objekte, Aufnahme. Okay, kostet uns 1000 Dollar. Jetzt kann ich das Dach auch noch drehen. Oder nutze die Tasten XY. Aha. Okay, oder wir können... Wie? Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus nach links oder nach rechts. Okay, das wäre auch eine Option. Ich verwende doch lieber die Tastatur hier, ist ein bisschen einfacher. Wo verwenden wir nun? Hier das Teil, wenn wir hier beim Eingangsbereich sind. Gleich hier vor die Türe vielleicht. Na komm, wir machen das gleich doch hier hin. Ja. So machen wir das Dach mal hier hin. Toll, wir brauchen einen Assistenten für den Empfang. Stellen wir gleich einen ein. Klick auf das Feld einstellen und wähle Assistenten aus, um dir die Bewerber anzusehen. Also einstellen und Assistent, das wäre hier unten. So, jetzt brauchen wir Assistenten hier. So, und jetzt können wir hier einen auswählen. Ich glaube, geldmäßig, gut, 199.000 Dollar haben wir. Ich weiß nicht, ist das jetzt viel oder nicht? Wenn ich das hier so ansehe, könnte das dann sehr schnell weg sein. Ich würde da mal sagen, was sind denn das hier? Ausdauertraining? Kundenbetreuung. Der ist natürlich top bei Kundenbetreuung. Der hier,
aber sieht auch nicht so schlecht aus. Was bedeuten denn die Sterne hier auch? Wie gut er ist. Erfahrung. Zeigt an, wie viel er dieser Mitarbeiter hat. Ein Mitarbeiter hat mit viel Erfahrung ist effektiver. Okay, der hat nicht so viel. Oder die. Aber Jules hier schon. Und der ist einfach teuer. Komm, wir nehmen mal den da. Arbeitet für einen Apfel und ein Ei. Unglaublich langweilig. Glaubt, dass Wolken auch Gefühle haben. Naja, ist mir in Art egal. Gut, hier ist dein Arbeitsplatz. Bitteschön. Sehr gut. Eine Arztpraxis. Toll. Bevor wir offiziell die Türen öffnen, brauchen wir eine Arztpraxis. Patienten werden in jeder Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Der Allgemeinmediziner untersucht den Patienten und entscheidet, ob sie zur Behandlung oder zur weiteren Diagnose geschickt werden. Bauen wir jetzt eine Arztpraxis. Okay, bauen wir das. Um ein Zimmer zu bauen, klick auf das Zimmerfeld und wähle einen Eintrag aus der Liste aus. Wenn du ein Zimmer ausgewählt hast, zeichne einen Grundriss mit der erforderlichen Größe. Platziere dann die erforderlichen Objekte im Zimmer. Okay, gut, dann machen wir das nochmal. Also klicke auf Zimmer, das wäre mal hier. Danach auf die Arztpraxis. Ja, wir haben nur diese. Zeichne einen Grundriss, mindestens 3x3. Okay, jetzt gehe ich mal gucken, wo wir das vielleicht hier mal machen könnten. Wir könnten da gleich in den Ecken was machen. Nee, das machen wir hier nicht. Hier könnten wir etwas anderes machen. Oder können wir... Doch, komm, wir nehmen das hier mal. Also, 1, 3 haben wir da schon mal. Mindestens 3. Komm, wir füllen das doch schöner aus. Machen wir das so. Machen wir 4. Oder Mindestgröße. Aha. Ist da noch eine Türe? Ja, komm, da gehst du doch gleich hier rein. Aha, der Kollege braucht noch einen Schreibtisch. Sehr wohl. Das würde ich aber auch gleich hier machen. Jetzt habe ich den aber verkehrt rumgesetzt. Ja. Das wollte ich so eben nicht. Ja. Kann ich das später nochmals ändern? Ich glaube, ja. Genau. So, das wollte ich so machen. Dann kann der Patient nämlich hier am Fenster sein und du hast deine Akte hier hinten im Eck. So, was können wir denn sonst noch machen? Klicke auf das grüne Häkchen. Wenn ich fertig bin, ja gut, dann machen wir das doch mal. Mehr brauchen wir vielleicht auch nicht. Aha, da wird schnell ein neuer Raum generiert, ausgezeichnet. Wir brauchen jetzt einen Arzt für die Arztpraxis. Stelle jetzt einen ein. Na ja klar, ein Raum ohne Arzt bringt ja nicht viel. Einstellen, Ärzte. Wow. Okay, nee. Ich glaube, wir nehmen den da. Command sagt Bluetooth, meint aber WLAN. Ha, okay. Du, Klassenclown, bedauert ihre Wahl der Bartfliesen. Naja. Boah, okay, gut. Komm, wir nehmen den da. Zwar, es geht da sehr, sehr schnell. Und dann kommt ein neuer Bewerber. Komm, wir warten noch ganz kurz. Obwohl wir da jetzt Minus machen. Da kommt ja noch ein bisschen ein Gescheit drin, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, vielleicht ein bisschen teurer ist, aber mehr Erfahrung hat. Wir werden sehen. Oh nee, viel zu teuer. Wir bleiben bei dem hier. Hier, bitteschön, du gehörst hier hin. Oh, das Krankenhaus ist eröffnet. Gute Neuigkeit, unser Krankenhaus ist nun eröffnet. Die ersten Patienten kommen nach der Anmeldung. An der Aufnahme werden sie zum Allgemeinmediziner geschickt, um sich diagnostizieren zu lassen. Okay. Benutze zum Heran- und Wegzoomen das Mausrad. Ja, um die Ansicht horizontal zu drehen, halte das Mausrad gedrückt und bewege die Maus nach links und nach rechts. Um die Ansicht vertikal zu drehen, halte das Mausrad gedrückt und bewege die Maus nach oben und unten. So. Ja, genau, so können wir etwas machen. Ich weiß zwar nicht. Ja, drehen kann ich natürlich auch noch. Ah, okay. Und die Kamera neigen. Die Kamera neigen, okay. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Ah, doch so. Ah, okay. Ich kann nur entweder oder machen. Okay.
Stelle eine Diagnose bei einem Patient. Hier oben haben wir gewisse Aufgaben. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der hier so macht. Eben, es ist ein bisschen mit Humor gemacht, dieses Spiel. Okay, der hat jetzt eine Diagnose. Wir haben unseren ersten Patienten diagnostiziert. Der Argumentation hat dir eine Nachricht geschickt. Schau in der Nachrichtenliste unten rechts nach. Wir werden wohl eine Apotheke bauen müssen, um den Patienten zu behandeln. Okay, Patient, Apotheke. Aha. Okay, bitte, Patient, bitte zu warten. Die Konstruktion wird $7,600 kosten. Okay, unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Mörteln. Die Mörteln-Ansteckung erfolgt meist im Badezimmer. Glücklicherweise ist moderne Medizin bei der Behandlung sehr effektiv. In früheren Tagen musste der Befall unter Schmerzen herausgekratzt werden. Der Patient möchte sich behandeln lassen, dafür wird ein folgendes Zimmer benötigt. Apotheke. Gut. Ja gut, dann machen wir eine Apotheke. Baue eine Apotheke und stelle einen Krankenpfleger ein. Okay, baue eine Apotheke. Das wäre hier mal ein Zimmer. Dann wäre hier eine Apotheke. Hier hinten würde ich gerne ein Wartezimmer machen. Dann machen wir doch die Apotheke vielleicht gleich hier hinten. Etwas kleine Apotheke, das reicht vielleicht. Oh ne. Hä? Halt. Das hier wollte ich jetzt nicht. Hier nochmals abbrechen. Möchtest du jetzt immer abbrechen? Ja. Das wollte ich eigentlich nicht so machen. Warum kann ich hier hinten? Ah, jetzt. Okay, dann hier hinten eine Türe machen. Und jetzt muss ich hier eben die richtige... Ja, ich mache das gleich mal hier unten. Brauche ich noch was jemand? Nein, brauche ich nicht. Okay. Mache ich das mal frei hier. Und einen Krankenpfleger muss ich auch noch haben. Alles klar. Dann müsste ich auf Einstellen gehen. Krankenpfleger. Aha. Nehmen wir mal hier einen günstigen mal wieder. Hier bitte reinsetzen. Das würde bedeuten, wir haben jetzt alles Nötige, um einfache Krankheiten zu diagnostizieren und zu heilen. Mal sehen, ob unsere neuen Mitarbeiter ihre Aufgaben gewachsen sind. Okay, die warten hier jetzt alle. Die kriegen alle... Okay, kann man das hier ein bisschen verschönern vielleicht? Was habe ich jetzt hier oben? Ziele. Okay, ich gehe da mal noch. Heile einen Patient. Okay, das wäre vielleicht auch der hier. Wir werden sehen. Oh, jetzt läuft hier alles Sturm. Okay. Patient geheilt. Gut gemacht. Du hast unseren ersten Patient geheilt. Wir haben etwas Geld verdient und den Ruf des Krankenhauses verbessert. Dadurch werden wir neue Patienten gewinnen. Wenn ein Arzt oder ein Krankenpfleger einen Patient behandelt, beeinflussen deren Fähigkeiten die Erfolgsaussichten. Bestimmte Krankheiten sind schwieriger zu behandeln als andere. Diagnostiziere und behandle weiterhin Patienten, damit wir genug Geld verdienen, um das Krankenhaus ausbauen zu können. Aha. Ja, das ist natürlich schon ein Ausruf wert hier. Was haben wir hier noch? Ruf das Krankenhaus verbessert, mit dem Patient geheilt. Okay, wenn eine Behandlung aber fehlschlägt, verschlechtert sich der Ruf. Insbesondere, wenn ein Patient stirbt. Ui. Ein besserer Ruf lockt mehr Patienten und bessere Stellenbewerber an. Ja, okay. Gut, dann wissen wir jetzt nun Bescheid, was wir so machen müssen. Haben wir denn aber irgendwelche Ziele? Haben wir hier keine. Naja, gut. Oh, Hausmeister und Instandhaltung. Wir haben jetzt ein paar ziemlich teure Maschinen. Du solltest dir über die Instandhaltung Gedanken machen. Der Zustand von Maschinen verschlechtert sich mit der Nutzung, also müssen wir von Zeit zu Zeit gewartet werden. Müssen sie von Zeit zu Zeit gewartet werden. Verwahrloste Maschinen können ein Feuerrisiko sein. Feuer gelten gemeinhin als schlecht fürs Geschäft. Stelle einen Hausmeister ein, damit die Maschinen gewartet werden. Sorge dabei auch gleich dafür, dass überall Feuerlöscher aufgestellt sind. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Stimmt's? Ja, recht hat er ja. Das ist so. Dann haben wir hier etwas, was Ziele. Stelle einen Hausmeister ein, platziere zwei Feuerlöscher. Okay, einstellen. Nee, nicht Krankenpfleger. Hausmeister hier. Ebenfalls einen günstigen. Mal einstellen.
Hier mal rein, bitteschön. Okay. Platziere zwei Feuerlöscher. Mein Gott, wo kriege ich das jetzt wieder her? Also wähle ein Objekt aus der Objektliste. Ja, Objektliste hier unten. Feuerlöscher, hier ist er ja schon. Gut, dann könnten wir den gleich mal hier hinsetzen. Und vielleicht auch hier. Ja, das sieht doch nicht ganz schlecht aus. Hausmeister werden zu einer Maschine gerufen, wenn deren Instandhaltungswert unter 50% sinkt. Okay. Die zufrieden gute Laune halten. Die Zufriedenheit von Personal und Patienten ist für einen reibungslosen Krankenhausbetrieb wichtig. Die Patienten werden mit zunehmender Zeit gelangweilt, durstig und hungrig. Sorge dafür, dass sie Zugang zu Unterhaltsmöglichkeiten, Essen und Getränke haben und bequem sitzen können, solange sie auf Termine warten. Wenn sie unzufrieden werden, gehen sie in ein anderes Krankenhaus. Nee, das wollen wir ganz sicherlich nicht. Wir wollen euch hier behalten. Okay, also platziere ein paar Objekte und einen schönen Wartebereich für die Patienten haben. Okay, was müssen wir denn so machen hier? Platziere zwei Bänke. Gehen wir gleich wieder mal, sind wir hier schon? Okay, da haben wir mal Bänke. Haben wir hier mal etwas sehr Cooles hier. So, mal hier gleich. So. Dann haben wir Broschürenständer. Das wäre auch mal noch etwas. Ja, hier hätten wir den Broschürenständer. Oh, in Eck kann ich nicht setzen. Schade. Okay, das wäre mal hier. Oh, Getränkeautomat. Das ist natürlich auch immer wichtig. Vielleicht gar nicht fürs Fenster, aber hier sieht er nicht gar nicht so schlecht aus. Und ein Snackautomat. Gleich nebenhin. Nee, nicht nebenhin. Da können wir den hier oben machen. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Um ein Objekt anzubewegen, die Master auf ihn, dann klicke innerhalb der Master wird. Alternativ kannst du auch einfach draufklicken. Aha, okay. Jetzt kann ich ihn verkaufen oder einfach nur aufheben. Und dann, oh. Oh je, was haben wir jetzt? Personalenergie und Pausen. Und hinten spricht einfach mal jemand, auch nicht schlecht. Gut, also nicht beachten. Jetzt spreche ich wieder. Die Arbeit ermüdet deine Mitarbeiter, sodass sie früher oder später eine Pause machen müssen. Ein Pausenzimmer hilft ihnen, sich zu erholen und dann mit neuer Kraft weiterzuarbeiten. Auch Getränke und Snacks sorgen für zufriedenes Personal. Wenn du ein Zimmer vergrößerst und es mit interessanten Objekten füllst, gilt es als prestigeträchtiger. Menschen, die ein solches Zimmer benutzen, werden zufriedener. Ein schönes Pausenzimmer hilft deinen Mitarbeitern, sich schneller zu erholen. Okay, das möchte ich hier wieder hinstellen. Baue ein Pausenzimmer. Gut, dann gehen wir mal Zimmer. Ein Pausenzimmer haben wir jetzt. Okay, dann gucken wir mal, wo wir so ein Pausenzimmer mal hinstellen. Ich glaube, so groß muss das auch nicht sein. Wir könnten es mal hier hinten einsetzen. So, und zwar dann die Türe auch gleich hier vorne machen. So, und dann dieses Pausenzimmer werden wir mal so. Was brauchen wir jetzt da? So. Ich weiß gar nicht, was man da so hinsetzen kann. Auch wieder ein Getränkeautomat. Ein Snack. Vielleicht auch. So noch. Dann ein Abfalleimer. In der Mitte. Nee, vielleicht hier. Ja, irgendwie, den kriege ich jetzt da nicht nur eins mit rein. Ja, ja, mache ich das so. Dann haben wir noch ein Fenster. Vielleicht könnte man hier hinten noch eines hinsetzen. Da. Hier noch zwei. Okay. Gut. Außenzimmer. Wie der Name schon nahelegt, suchen Mitarbeiter das Außenzimmer auf. Wenn sie Pause machen, finden sie wieder das. Füllen wir das Zimmer mit interessanter Ausstattung, damit sie sich vollständig erholen können, bevor ihre Pause vorüber ist. Hinweis, du kannst einen Mitarbeiter im Pausenzimmer platzieren, damit er eine Pause macht. Oder in einem Arbeitszimmer, um ihn dort arbeiten zu lassen. Um einen Mitarbeiter aufzuheben, halte den Mauszeiger auf ihn und halte die linke Maustaste gedrückt. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Wir können hier natürlich dann die gesamten Zimmer ein bisschen besser ausstatten. Oh, ein Job für Krause. So, wir kommen gar nicht mehr
zum Spielen. Wir sind nur noch am Lesen hier. Okay, Getränke und Snacks sind ein tolles Mittel, um Patienten bei Laune zu halten. Aber wenn keine Mülleimer in der Nähe sind, kann das Krankenhaus bald voller Abfälle sein. Da wir gerade beim Thema sind, Personal und Patienten können schnell mürrisch werden. Wenn keine Toiletten vorhanden sind, du sollst vielleicht in hochwertiges Porzellan investieren. Hausmeister, erfüllen folgende Instandhaltungsaufgaben: Verkaufsautomaten nachfüllen, kehren, Mülleimer leeren und Toiletten entstopfen. Okay, platziere 2 Abfalleimer. Einen haben wir bereits gesetzt, innen. Jetzt haben wir Toiletten freigeschaltet, dann müssten wir also jetzt Toiletten noch machen. Und vielleicht könnten wir auch diese gleich hier hinten machen. Weiß gerade nicht, ich mache einfach mal irgendetwas. Ich habe angefangen, ja, machen wir das mal so. Da können wir vorne rein. Versucht, mich mit Pendeln und Uhren zu hypnotisieren. Machen wir gleich alles hier hinten. Meine eigene Stimme scheint am besten zu funktionieren. Das ist Toiletten. Kabine, dann brauchen wir natürlich noch ein Waschbecken. Das machen wir hier vorne. Zuerst den Handtrockner. So, dann das Waschbecken. Was haben wir jetzt wieder für ein Problem? Jetzt geht es. Und dann können wir noch nochmals eine hinsetzen. Halt hier. Ist sie da? Nein, können wir nicht, wegen der Türe. Dann machen wir hier noch einen Abfalleimer. So, dann wäre das soweit gemacht. Ah, alles fertig. Ja gut. Dann passt das auch. Ja, ich möchte hier eigentlich Gänge haben ein bisschen, dass man überall ein bisschen durch kann auch. Weiter Diagnosen. Wir haben Berichte über neue Krankheiten in der Stadt. Erhalten. Sie könnten schwieriger zu diagnostizieren sein. Wir müssen vielleicht ein neues Diagnosezimmer bauen, wenn sich ein Allgemeinmediziner nicht sicher ist, wird er einen Patienten für weitere Diagnosen überweisen. Okay. Allgemeine Diagnose wurde freigeschaltet. Damit sie eben warten können, ich würde mal sagen, dass wir hier noch weitere Sachen machen müssen. Krankenhausstufe. Wenn du das Krankenhaus um neue Zimmer erweiterst und zusätzliches Personal einstellst, erhöht sich die Krankenhausstufe. Ein größeres Krankenhaus zieht mehr Patienten an. Wenn das Krankenhaus stärker ausgelastet ist, kann es zu längeren Warteschlangen kommen. Wir müssen mehr Arztpraxen und andere Zimmer bauen und mehr Personal einstellen, um die Belastung durch zusätzliche Patienten zu bewältigen. Achte auf Warteschlangenwarnungen über den Zimmern. Du kannst auch mit der Maus über ein Zimmer fahren, um zu sehen, wie viele Patienten dort warten. Also wir haben hier erhöhen um die Krankenhausstufe 19. Zusätzliches Personal einstellen. Ja, das hatten wir jetzt gerade. Jetzt müssen wir da wieder mal gucken. Da gab es auch wieder ein paar Sachen. Das lese ich jetzt aber ganz sicherlich nicht mehr durch. Was haben wir hier? Beförderung. Avana Lippe kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Okay, befördern machen wir das doch. Okay. Ich weiß nicht, wer das ist. Das könnte vielleicht einer von hier unten sein. Ja, das war der hier. Der ist jetzt befördert worden. Okay. Ich würde aber mal zuerst vielleicht sagen, wir machen... Oh, halt, das wollte ich nicht... dass wir hier die Zimmer ein bisschen besser ausstatten. Ich glaube, das ist bedeutend einfacher. Dann fühlen sie sich wohler. Ich würde hier einen Abfalleimer noch hinstellen. Vielleicht gleich in den Ecken hier. Und noch eine Pflanze. Sieht auch immer gut aus. Und hier unten vielleicht noch eine. So, das sieht schon ganz anders aus hier. Sehr schön. Wir haben nicht allzu viel hier. Wir könnten natürlich einen weiteren hier einrichten. Aber wir können auch den hier noch ein bisschen besser gestalten. Was haben wir denn hier in der Apotheke? Das wäre hier eine Möglichkeit. Dann einen Feuerlöscher brauchen wir nicht. Aber einen Abfalleimer. Und eventuell auch ein Aktenschrank. So, einfach, dass sich die Kollegen da wohler fühlen. Hier drinnen haben wir jetzt eben nicht so viel geguckt. Eine Pflanze wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Komm, wir machen da etwas ganz anderes. Wir nehmen den hier wieder weg. Und einer genügt, glaube ich, da.
Das setze ich jetzt gleich hier hin. Und dann dafür noch ein bisschen Pflanzen. So, und den da nehme ich auch noch mit. Da vielleicht mal in diese Richtung da gehen. So. Ja, das sollte hier eigentlich passen. Ja, was ist der? Ja. Tränkeautomat und Snackautomat. Hanf, dem Gesundheitsableger von Holistics, mal wieder Ärger ins Haus. Ui. Anscheinend handelt es sich bei ihrem neuesten Produkt namens Elixir, das nach Firmenversprechen... Was haben wir denn hier? Diagnosebeschluss. Lediglich um Pflaumensaft mit Okay. Zumindest schmeckt es gut. Eine unserer Patienten, Esther Tarnier, hat eine Diagnose abgeklappt. Wir sind uns mit der Diagnose aber nur zu 48% sicher. Wir könnten Sie bitten zu warten, bis weitere Diagnosezimmer verfügbar sind, das Risiko einer Behandlung eingehen oder Sie nach Hause schicken. Was möchtest du tun? Ja, den Patienten behandeln. Wir versuchen es mal. Bauchgefühl, schlechtes Bauchgefühl. Entdeckt unser Herz, haben eine neue Krankheit. Entdeckt schlechtes Bauchgefühl. Chronische, miese Petrigkeit. Erfund eines nihilistischen Grimmdarms. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierhin schicken in die Apotheke. Ja, dann mach doch. Sehr gut. Okay, also die Leute müssen warten. Die Frage ist, ob wir hier eben irgendwelche Sitzgelegenheit machen müssen. Wir können das ja mal versuchen, ob das funktioniert. Aber da können sie wahrscheinlich nicht mehr durchgehen. Ich weiß es nicht. Mach da jetzt einfach mal. Ob sie da noch durchlaufen, weiß ich dann eben nicht. Schon wieder ein Diagnosebeschluss. Nicht sicher. Ich würde aber sagen, wir werden den Patienten behandeln. Ich weiß nicht, was passiert. Okay, warten in die Apotheke. Gut. Die Krankheitsstufe müssen wir da noch machen. Und ich würde eben hier gerne noch... Ja gut, dann machen wir mal ein weiteres Zimmer. Die Allgemeindiagnose. Und die könnten wir vielleicht gleich hier ansetzen. So, und die Türe auch gleich wieder hier vorne. Und wir werden das hier... Oh, jetzt muss ich da wieder mal gucken. Gehen wir gleich ganz hinten. So. Ganz in den Ecken. Ja, vielleicht so. Dann haben wir den Tisch. Jetzt weiß ich da gar nicht, wenn wir das so hinstellen. Dann vielleicht noch einen Aktenschrank zur Verschönerung. Vielleicht noch ein Fenster hier nach außen. Abfalleimer gehört auch immer dazu. Und ein paar Pflanzen macht den Raum auch immer wieder schön. Nicht immer, aber immer öfters. So, jetzt da keine... schöne Veränderungen, aber ich gehe jetzt gleich nochmals in den Raum rein. Dann gucke ich da nochmals. Ja, sieht gut aus. Der hier hinten wäre auch nicht schlecht. Ja, das hat da auch ein bisschen mehr. Eilmeldung. Eine seltsame neue Krankheit ist in der Stadt ausgebrochen. Helles Köpfchen. Das ist eine Krankheit, okay. Wir werden teure neue Ausrüstung brauchen, um damit fertig zu werden. Treibe den Ausbau des Krankenhauses voran, um das Behandlungszimmer freizuschalten. Wir werden vermutlich auch eine neue Arztpraxis und zusätzlich Personal brauchen, um alles im Griff zu behalten. Okay. Ja, liebe Leute, ich würde aber sagen, wir machen hier mal eine kurze Pause und schauen in der nächsten Folge hier weiter. Es ist zurzeit noch sehr cool gemacht hier, das Ganze. Druck mal kurz Pause her. Ja, kommt gleich. Wir werden sicherlich mal so lange spielen, natürlich über das Wochenende jetzt mal ein paar Szenen natürlich jetzt aufnehmen und ja, wenn es eben Spaß macht, dann gucke ich da vielleicht mal weiter um einen Code hier, dass ich hier auch weitermachen kann. Ja, bis jetzt macht es hier einen sehr guten Eindruck, ist sehr einfach, es ist humorvoll aufgebaut und ja, wir werden sehen, was uns noch in den ersten Folgen hier noch so alles erwartet. Somit verabschiede ich mich hier mit unserem kleinen Krankenhaus hier und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Packy. Bye bye.